Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf die Blabla-Fabrik, die Filmfabrik. Die Fabrik, die mit den drei Jungs, die heute zum zweiten Mal das Format Hand aufs Herz spielen werden. Das Filmzitate-Quiz, das wir Hand aufs Herz genannt haben, weil wir kein Geld für Buzzer haben, sondern nur so ein Herz. Und letztes Mal wurde es schon echt hochgeflobt. Also der Webvideopreis ist uns sicher mit diesem Format. Viele Leute wollten, dass wir das nochmal machen. Ich habe mich gerade gefragt, wir haben uns ja letztens über mehr Formate unterhalten, wie wir das machen können, so mit Formate Screenshots. Mehr. So, was? Nein, Formate mehr Formate. Ich würde genau den gleichen dummen Witz machen. Okay. Und wie ist das eigentlich für die Podcast-Hörer gewesen, wenn wir hier so auf das Ding schlagen? Ich meine, geil. Das ist ja vollkommene Willkür, wer hier gerade drankommt, oder? Wir können auch beide so immer ich schreien. Ich! Kommt, bei drei. Eins, zwei, drei. Ich! Oh Gott, ouch. Ich trage hier Kopfhörer und das ist echt. Oh. Das ist eine lustige Runde. Weil wir kein Geld für Buzzer haben, müssen wir auch immer wieder Werbung machen. Und in letzter Zeit immer öfter. Und das haben wir auch dieses Mal tatsächlich. Wir haben nämlich für diesen Podcast, für diese Folge Hand aufs Herz einen Sponsor. Hallo Sponsor. Hallo Sponsor. Der liebe Jim Du. Oder Jimdo. Jimdo heißt die Seite www.jimdo.de, also J-I-M-D-O.de. Da kann man tatsächlich sehr, sehr schöne Webseiten gestalten und selber designen. Es gibt Free Accounts, aber ihr kriegt auch einen Gutschein und zwar 20% Rabatt auf das erste Jahr Jimdo Pro oder Jimdo Business, nämlich unter jimdo.de/Filmfabrik. Geil. Und dem Gutscheincode Filmfabrik, großgeschrieben, komplett. Da könnt ihr mal Jimdo auschecken. Und da sie uns unterstützen, sind das sehr coole Leute. Und ich hoffe, die ganzen Infos gibt es auch nochmal in der Infobox, genau, und in der Track-Beschreibung. So, genau. Tolle Seite, tolle Firma. Helfen uns dabei, die Filmfabrik hier am Leben zu erhalten. Und apropos am Leben erhalten. Wie geht's dir, Marius? Mir geht's gut. Wie geht's dir, Jonas? Ich hatte eine Überleitung. Ja, ich auch. Ich bin Alter der Monologiker. Ja, okay, dann bitte. Apropos gut leben, weil Alpha braucht viel Erholung, um weiter leben zu können. Deswegen geht er in Urlaub und deswegen ist dieser Podcast hier tatsächlich eine Vorproduktion. Mhm. Das müssen wir auch mal so kommunizieren. Also es ist nicht die Woche, in der er rauskommt, sondern, keine Ahnung, wir haben heute den, soll ich sagen, heute ist der 9. Oktober. Ja, genau. Und Alpha fährt übermorgen nach Spitzbergen. Nicht ganz korrekt, aber ja. Was? Er fliegt. Er fliegt, ja. Also ich fliege, mit einem Rentier. Aber wir haben noch einen Zwischenstopp vorher. Ja, super, super. Also Alter, Alpha ist im Urlaubsmodus. Du kannst doch nicht irgendwie so 30 Stunden Amsterdam runterreden. Ja, keine Details dazu. Ja. Auf jeden Fall, deswegen produzieren wir hier vor. Deswegen ist unsere Starter. Wer geht los mit Hand aufs Herz Nummer 2? Hä? Nein. Achso, wolltest du was sagen? Okay, ich wollte was über unsere Startrubrik sagen, wo wir eigentlich über Filme reden. Wie heißt sie nochmal? Das ist das wöchentlich neu benannte Format Filme, die geguckt wurden von der Filmfabrik. Unser wöchentliches Filme und Serien. Und da der letzte Podcast am Freitag aufgenommen ist, das heißt, dazwischen waren Samstag, Sonntag und heute ist wieder Montag, dann nehmen wir schnell einen Podcast auf, da habe ich nicht viel gesehen. Marius, wie heißt deine Mutter? Nicht so wie dieser Podcast. Hm, okay. Okay. Das schränkt sich langsam ein. Langsam kommen wir drauf. Hat irgendwer einen Film gesehen? Enemy habe ich zum Beispiel gesehen. Das ist fein. Den ersten von Denis Villeneuve. Fand ich okay, aber gar nicht so gut wie seine restlichen Werke. Aber okay. Vor allem gar nicht so gut wie seine restlichen Werke. So, da kann sogar, das ist noch besser als die meisten anderen Filme. Ja, definitiv. Ja, der Typ macht nur Meisterwerke, das ist wahr. Nur Meisterwerke. Ja. Jonas, hast du irgendwas gesehen? Ich habe True Detective fertig geguckt, ist gut. Ja. American Vandal ist fantastisch, möchte ich hier an dieser Stelle sagen. Und ich habe jetzt Big Mouth angefangen, eine neue. Egal, komm, wir lassen das jetzt. Was? Na, wirklich die schöne weg? Rubrik? Ich kann darüber reden, dass wir haben gezockt am Wochenende. Jeder für sich, aber hey. Ja, egal. Okay, komm, ich erkläre kurz dieses Spiel. Jonas, ich habe ganz vergessen, ich brauche noch einen Kuli. Ja, langweilig. Einen Kuli-Schreiber. Ein Kuli-Schreiber? Ein Kuli-Schreiber. Bitteschön. Okay. Was ist haarig, sitzt im Wald und schreit die ganze Zeit Kugel, Kugel, Kugel? Kennt ihr nicht? Alper, der erschossen werden. Der Schreibär? Der Kugelschreibär. Oh Gott, dass ihr den nicht kennt, der ist super alt. Okay. Ja. Also, wir haben Marius hat ihn erfunden. Hey, nicht hier nicht mit dem Buzzer rumspielen. Mit dem Buzzer, nein, das ist Wettbewerbsverzerrung oder so. Was. Okay. So? Das Spiel geht wie folgt. Für alle, die es noch nicht kennen, ich mache es in einer absoluten Kurzfassung. Ich habe hier eine Liste mit Filmen und aus diesen Filmen habe ich mir drei Zitate rausgepickt, die ich alle nacheinander vorlese. Und ich habe die so angeordnet. Das erste Zitat ist sehr nichtssagend. Oder es ist schwer, den zu dem Film zuzuordnen. Also es ist schwierig. Könnte in jedem Film sein. Beim zweiten ist es ein bisschen klar. Und der dritte ist so das Zitat, woran man den Film erkennen sollte. Es gibt ja 3, 2, 1 Punkte.
glaube, das ist klar, ne? Und der Buzzer ist, wer zuerst auf das Herz schlägt, der gewinnt. Und wir haben die unfaire Regel, wer buzzert und was Falsches sagt, der hat... Der ist raus. Der ist raus. Das der andere, ja. Also der andere kann sich einen schönen Tipps geben lassen. Das ist genau. Jonas-Taktik. Okay, soll ich anfangen? Irgendwas war noch. Beginne. Okay. Du müsstest wieder diesen Song. Achso, ich wollte nur sagen, dass ich heute das Gefühl habe, dass ich heute verliere. Haus hoch. Eigentlich habe ich jetzt ein Gefühl. Ich wollte es nur sagen. Ja, genau. Weißt du so, dass die Erwartungen ganz niedrig sind? Dass wenn du verlierst, kannst du sagen, oh, ich habe es ja gesagt. Und wenn du gewinnst, so, oh, ich bin doch ganz gut. Heute, ja. Ich fühle mich heute überhaupt nicht fresh für sowas. Was ist das für eine Loser-Mentalität? Also, unglaublich. Ich möchte, dass Jonas heute gewinnt, der mit der... Aber ganz passend wie ein Omen ist mir gerade ein Kaffeefleck auf Marius passiert. Siehst du? Siehst du? Okay. Das ist schlecht. Jetzt macht ja den Kaffee rein. Wir fangen jetzt mit einem Zitat an. Das ist schon raus. Okay, ist die Frage. Das vor. War. Nein, okay, das ist Gags, lasse ich gelten. Jonas, bitte die Hand ordentlich Gags, neben das Herz. Also darf ich nicht die Faust? Nicht die Faust aufs Herz. Die flache Hand. Dolch ins Herz kriegst du gleich. Jonas, es gibt die einfache Methode, das zu lösen, und auch die schwierige Methode. Ja. So. Okay, das war die mittelschwere. Okay, wir fangen an. Okay, ich hoffe, ihr seid richtig aufgeregt. Achso, um was spielen wir eigentlich? Ach, diesmal ich krieg Ohrfeige. Immer noch. Ja, diesmal um nichts. Komm, diesmal die Ohrfeige. Nein, das ist lame. Was ist daran lame? Das ist eine klassische Ohrfeige. Okay, Alper kriegt eine Ohrfeige vom Gewinner. Nein, der Verlierer kriegt eine Ohrfeige. Deal geschlossen, was er hat. Okay, Hand drauf, Deal. Okay, fang an. Nein. Das ist das. Nein. Nein. Oder Alper darf dem Verlierer eine Ohrfeige geben. Nein. Okay, Deal. Beschlossene Sache. Fuck you. Das ist fair. Nein, einem ist dem anderen eine Blu-ray kaufen. Alper die ganze Zeit Spaß. Ja, einen Blu-ray kaufen ist gut. Seid ihr, was ist denn mit euch los? Was hat denn der Zuschauer davon? Du willst nur eine Masturbationsvorlage, wenn einer geohrfeigt wird. Ja, korrekt. Aber auch der Zuschauer, der freut sich daran. Ja, genau. Im Gegensatz zu, oh, ich kauf dir eine Blu-ray, das ist gut. Okay, der Gewinner darf sich eine Blu-ray kaufen. Boom. Ich habe tatsächlich gerade einen Einfall als Kompromiss. Will jetzt die ganze Zeit ins Rede darum, weil er unbedingt Leute der Verlierer, sammeln. Der Verlierer muss in einer hohen Stimme. Was denn, Jonas? Ein Rush-Lied singen. Der Verlierer muss in einer hohen Stimme einen Satz sagen, den ich jetzt am besten hier aufschreibe. Nein, ein Rush-Lied singen. Es ist nichts Provokantes. Es ist was ihr im Podcast sagen dürft. Ich vermache mein ganzes Vermögen, Alper Torfer an dem tollsten Held der Welt. Obwohl, ich überlege mir noch was während des Spiels. Ja, komm, fang doch einfach an. Ja, ist ja gut. Okay, erstes Zitat. Ich bin geisteskrank und ihr seid meine Geisteskrankheit. Komm, tu es. Was? Ich hab grad das erste Zitat vorgelesen. Was? Komm, mach richtig. Ich bin geisteskrank und ihr seid meine Geisteskrankheit. Zitat Nummer 1. Okay. Ja, mach. Okay. Zitat Nummer 2. Gegen Wahnsinn gefeit, wer den Affen befreit. Oh, ist es 12 Monkeys? Yes, it is. Ich war am ersten Gedanken schon, ich wusste irgendwas mit Brad Pitt. Da war Brad Pitt gesagt, der ersten Satz. Ich bin Marius, ich habe heute voll das schlechte Gefühl. Halt's mal rein. Okay, soll ich das dritte Zitat noch vorlesen? Ja. Wir verwenden das Wort verrückt für gewöhnlich nicht Mr. Cole. Und dann sagt Mr. Cole, aber ihr habt ein paar richtig Bekloppte hier. Also, du hast ja nur Szenen aus der Klapse geholt aus dem Film. Mhm. Genau. Noch ein, ja, das ist das bekannteste an 12 Monkeys. Und wir machen weiter. Also, ich habe gedacht, du sagst, es ist in jedem Film noch ein Fun Fact. Nein, bitte nicht. Nee. Wollen Sie vielleicht mit Larry und mir zusammen essen? Nein, danke. Ich habe Larry schon essen sehen. Mhm. Okay, dann mache ich weiter mit dem zweiten Zitat. Haben Sie Déjà-vus? Antwort. Ich glaube nicht, aber ich könnte ja mal in der Küche nachfragen. Und ich dachte, hiermit könnte das vielleicht gelöst werden, aber ich mache weiter. Keine Ahnung, aber nur beim ersten Zitat. Aber was, wenn es kein Morgen gibt? Heute gab es nämlich auch keins. Und täglich grüßt das Murmeltier. Yes, ein Punkt für Marius. Oh, Alter, wie schlecht bin ich. Ja, schon. Okay. Oh, das hätte ich mal erstens. Oh, ich hatte Bill Murray nicht vor. Okay. Ich geh mal ein bisschen weiter weg. Ich mache weiter. Bitte den genauen Film. Den genauen Film. Also kommt jetzt irgendwas mit einer Reihe. Mhm. Eigentlich hatte ich mir fest vorgenommen, das zu sagen, bevor wir mit dem Spiel anfangen. Mach dein Handy aus. Ja, das ist eine gute Idee. Dann lass mal gefälligst ausmachen. Oh, wir haben jetzt einen Podcast-Termin übrigens. Oh, ja, schnell hin. Ja. Okay, wie gesagt. So, jetzt ist okay, Zitat Nummer eins, alles gut. Meine Beine bewegen sich nicht richtig, brauche dringend Schmieröl. Ja,
Star Wars Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Wow, 3 Punkte für Jonas. Das ist, glaube ich, der ein. Ja, nee. Nicht schlecht. Im zweiten Teil war er auch mal kaputt, aber hat sich eher nach dem zweiten angehört. Nicht schlecht, nicht schlecht. So Schmieröl benutzt haben. Die restlichen. Maschinen erschaffen Maschinen. Oh, wie pervers. Und das Leichentuch der dunklen Seite gefallen ist, begonnen der Angriff der Klonkrieger hat, ja. Wir machen weiter. Es steht 3 zu 3. Was? Kann nicht sein. Es steht 3 zu 3. Ich habe gerade die erste. Ich hab am zweiten gelöst. Ja. Okay, alles klar, alles klar. Okay, ich mache weiter. Sieh mal, das ganze Gehirn weggelutscht. Mhm. Okay. Mhm. Ich mache schon so ein paar Ideen. Okay. Ja. Ich mache weiter. Denn Pflichtbewusstsein ist das Schlüsselwort. Wenn Sie gedient haben, sorgen Sie für unsere planetarische Sicherheit. Sie schützen die Starship Gemeinschaft. Troopers. War Marius vor? Ja, mein Daumen ist unter Jonas' Finger. Ja, aber mein Daumen ist unter deinem Finger. Okay. Ja, ich hab's aber gesagt. Ja, ja, okay. Ja, ist aber auch falsch. Nein, 2 Punkte für Marius. Es ist Starship Troopers und das letzte Zitat ist: Nur ein toter Bug ist ein guter Bug. No. Ja. Ich mache weiter. Wahrscheinlich haben sie auch die ganze Krankenstation umgebaut. Ich kenne doch die Ingenieure. Das ist doch das Größte für die. Ja, bitte? Alien. Nein. Oh, fuck! Ah, okay, ja, mach weiter. Ja, ich mache mal weiter. Der Schöpfer hat nicht geantwortet. Die Infektion durch Kohlenstoffeinheiten muss vom Planeten des Schöpfers entfernt werden. Ich weiß es. Ja, bitte. Ja, du musst schon auf das Hand aufs Herz, ne? Sonst ist das Star Trek? Ja, Star Trek. Welcher? Ja. Ach so. Das reicht ja, Star Trek ist ja korrekt. Das ist Star Trek, der Film. Fuck you, das ist Slow Motion. Fuck you, ich lasse das. Das dritte Video. Ich habe schon gewusst, dass das irgendwie mit Krankenstoffen sind. Okay, das ist so irgendwas für Maris. Das ist irgendwas mit Star Trek. Ja, das dritte Zitat wäre: Nur der Schöpfer muss sich mit V'ger vereinen. Okay. Seltsame Maschinen. Wir machen weiter mit dem ersten Zitat des nächsten Films. Bei den Sondereinheiten lernen die Leute zu überleben. Das ist ihre erste Pflicht. Ich muss mal meine Jacke anziehen, weil die Stimme, die Spannung hier, die Spannung. Jacke anziehen. Ich meinte ausziehen. Die Spannung steigt. Weil die Kälte steigt zwischen Marius und mir. Deswegen hat Alper auch den schlecht laufendsten Strip-Shoppen der Stadt. Okay, also ihr wisst es nicht. Nein. Gut, dann mache ich weiter. Ich weiß nicht, wie er den letzten Hund getötet hat, aber er hat nicht geschossen. Das ist schon ein bisschen klarer. Ich habe mir übrigens dieses Mal mehr Mühe gegeben bei den Zitaten als letztes Mal. Ich habe noch mehr abgewägt. Ich habe eine Ahnung, aber das würdest du niemals nehmen. Okay. Das würdest du niemals nehmen. Komm mal weiter. Okay, ich mache weiter. Sex and the City. Was ist das? Blaues Licht. Ach, Kacken. Rambo 2. Yes. Rambo 2? Nee, Rambo 3. 3? Ja. Ja. kein Punkt für dich, aber ist weg. Hä, warum? Weil ich, es jetzt gesagt worden ist. Ich dropp die ganze Frage. Ich glaube, die ersten zwei waren aus Rambo 1. Und das dritte ist aus Rambo 3, wenn ich mich nicht irre. Zu dem ergibt sich mehr Mühe bei den Zitaten. Ich dachte erst Resident Evil. Blaus Licht ist Afghanistan. Okay, sorry. Das war tatsächlich, ich habe das gerade auch selber gemerkt. Da habe ich anscheinend was durcheinander gebracht. Das tut mir leid. Ich mache einfach mal weiter. Wir streichen die Frage. Lalalala. Soll ich rausschneiden, wie du gesagt hast? Nee, das ist ruhig drin. Das ist das Zeug. Weißt du, warum ich das machen könnte? Warum ich das rausschneiden könnte? Warum? Weil ich kann auch Ton schneiden. Oh, da ist es. Ich mache weiter mit dem ersten Zitat des nächsten Films. Nicht standhalten, Was ist das? Blaues Licht, was kann es? Ton schneiden. Oh, das ist Toner, okay, musst du sagen. Okay. Das ist doch nur Mord, Mann. Alle Kreaturen Gottes tun das auf die eine oder andere Art. Mhm. Ich lasse euch mal ein bisschen Zeit. Okay. Das nächste. An meinem Hochzeitstag bringe ich niemanden um. Ich warte wieder. Mm-mm, keine Ahnung. Und das dritte Zitat ist: Lassen Mickey und Mallory nicht immer jemanden am Leben, um ihre Geschichte zu erzählen. Natural Born Killers. Yes. Ein Punkt für Yoni Boni. Ganz kurz von zwei Dingen so: Scarface? Ich mach direkt weiter, bitte die Hände neben's Herz. Ey, ich bin schwarz-weiß. Pleasantville. Nein. Fuck. Falsch, Jonas ist für die Runde raus. Mach's mal, soll ich weitermachen? Okay. Zwei. Die Coolness muss im Subtext mitschwingen. Ich stehe auf dem Schlauch. Also, das erste war mir auch bekannt. Irgendwie, aber also, das mit dem dritten Zitat solltest du es wissen. Das Zeug kickt besser als bei Matt Scholl, Alter.
Ich stehe voll auf. Ich weiß es. Er kommt nicht auf den Titel. Ja, das ist dieses auf dem Schlauch stehen. Das ist super easy. Ja. Na klar. Ist es, ja. Ich trinke noch einen Schluck Kaffee und dann zähle ich mal runter. Oh Gott, ist das scheiße. Fünf. Nein, kein runterziehen, das will ich uns auch nicht. Doch, das gab es. Fünf. Vier. Ach komm, das ist doch pissig. Drei. Zwei. Schmierkipfer. Aber du bist auch ganz weit weg. Das hängt mit ganz an. Weit das weg. Das heißt Lambok. Ja, damit. Ich freue mich mehr über Punkte, die Marius nicht macht, als über Punkte, die ich mache. Okay, ich mache weiter. Boah, ist das scheiße. Ich mache weiter. Siehst du, das meine ich, mich heute überhaupt nicht in der Lage zum Kopf. Versucht mich mal ein bisschen daran zu erinnern, dass ich auch immer wieder die Punkte stand. Genau, es steht 5-6 für Jonas. Toll, Jonas. Ja, cool. Also 6-5. Mhm. Ich mache weiter. Haben Sie einen 27B6? Ich muss dazu sagen, es könnte auch 27B6 sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Ja. Ich mache weiter, jetzt kommt ein etwas längeres. Hallo und guten Tag. Heute möchte ich Ihnen etwas über Rohre erzählen. Finden Sie Ihre Rohrleitung nicht manchmal auch altmodisch und überholt? Central Services völlig neuartige Rohre sind ab sofort in hunderten von verschiedenen Farben erhältlich, passend zum individuellen Geschmack. Greifen Sie zu, solange der Vorrat reicht. Auch in Ihrer Nähe befindet sich ein Central Services Ausstellungsraum. Modernes Design, passend zu Ihrem anspruchsvollen Geschmack. Ist es Brasil? Yes, es ist Brasil. Ach, scheiße. Stichwort Rohre. Ja. Ich war bei einem 27-6, ich habe gedacht, das war Asterix und Obelix. Nein, das ist ein Passierschein A38. Ja, ne. Das dritte Zitat wäre gewesen: Das hier ist die Quittung für Ihren Mann und das ist meine Quittung für Ihre Quittung. Übrigens, toller Film. Mhm. Sollte jeder mal gesehen haben. Ja. Okay, nächster Film. Etwas bekannter. Das war schon ein Tipp für euch beide. Wow. Wenn ich draufgehe, mache ich dich fertig. Okay, ich mache weiter. Wir sind nicht die Cosbys. Sollte eigentlich der Titel für eine schrecklich nette Familie sein. Aber wir sind ja nicht beim Serienquiz. Nee. Okay. Dann mache ich mal weiter. Morgens eine kleine Nummer, dann bin ich ein Bulle ohne Kummer. Die nackte Kanone? Nein. Jetzt ein bisschen weiter gewartet. Oh, jetzt gibt's Tipps. Gib mal Tipps. Das ist der beste Tipp aller Zeiten. Nee, komm, sag mal. Ich komme nicht drauf. Sag mal mehr Tipps, nicht Geräusche. Mehr das, ist, das ist schon ein ziemlich guter Tipp Letzten gewesen. Ja, ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Bad Boys, Bad Boys. Oh. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Okay, das war kein Punkt für niemanden. Genau. Das hättest du aber schöner machen können. Das war ein guter Tipp. Jonas, was ist denn los? Was möchtest du wieder? Also, ich hab Schiss, dass das halt auch Angst, weil heute vor kurzem was aufgenommen ist. Achso, ja. Der Tondude. Ja. Dann machen wir weiter. Bis heute weiß ich nicht, wovor Vitali weggelaufen ist. Wahrscheinlich nur vor Vitali. Grüße an Vitali. Vitali! Hallo Vitali. Wir machen weiter. Osama bin Laden habe ich nie beliefert, nicht aus moralischen Gründen. Der ließ damals nämlich ständig seine Schecks platzen. Lord of War? Yes. Ach. Korrekt mit Nicolas Cage. Stimmt. Und es steht 9-6 für Marius. Das dritte Zitat, das dürfte jeder kennen. Es sind über 550 Millionen Waffen weltweit im Umlauf. Das macht eine Waffe für jede 12. Person. Die wichtige Frage ist, wie bewaffnen wir die anderen 11? Ja, dieser geniale Anfang. Toller Film. Okay, wir machen weiter. Erstes Zitat. Ich habe ja auch eine Tante in Amerika, die beerbe ich noch. Okay, ich mache weiter. Kein Blassen. Ein edler Tropfen, er ist etwas hart im Ansatz, aber er ragt weit in den Hals hinein. Tja, immerhin muss man bedenken, im normalen Haushalt, in normalen Flaschen kann man mit solch einem Wein schnell per Du werden. Okay, und Mario, soll ich noch ein bisschen Zeit geben? Mach weiter. Okay. Als nächstes werde ich erstmal in der Verwandtschaft gucken. Deshalb werde ich morgen erstmal zu dem Vater gehen. Er ist Gemüsefrau in einem Geschäft. Okay, ich gebe einen Tipp für euch beide. Ich habe eine Ahnung, aber... Er ist Gemüsefrau. Oh Gott, nein, ich mach das doch nicht so. Ich würde versuchen, das die Stimme nachzumachen. Das geht einfach nicht.
Okay, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ihr beide den Film gesehen habt. Es ist aber ein Martin Zorn, es ist ein sehr. Darf ich den Haupt. Ich habe eine Empfindung vom Hauptdarsteller, ich sag's jetzt einfach. Also nicht den Film, also es ist kein Gerat, ich bin nur. Weil damit hilfst du halt Jonas eventuell. Ja, aber der kennt sich da nicht mehr aus. Du kannst ja auch raten, ich meine, du kriegst ja keinen Punktabzug dafür. Nee. Ja, ich meine, das war's mit den Zitaten, ne? Also sonst würde ich raten, noch irgendwie was zu raten. 00 Schneider? Korrekt. Ein Punkt für Marius. Verdammte Scheiße. Ja. Okay, ich mache weiter. Genau. Ich war nicht, welcher Helge Schneider ist. Oh, fuck. Ja. Ich mache weiter. Der einzige Weg aus diesem Kessel führt durch dieses Tal Richtung Osten, aber da würde ich nicht mal eine Herde Schweine durchtreiben. Okay. Ich sehe leere Gesichter. Ja, genau. Ihr habt keine Ahnung. Dann mache ich weiter. Blute, Bastard. Predator. Korrekt. Ach. Und das dritte Zitat wäre gewesen, wenn es blutet, können wir es töten. Natürlich, was sonst. Okay, dann machen wir weiter. Punktestand? Punktestand ist 12-6 für Marius. Jonas, genau. Du musst aufholen. Ja, danke. Ich habe so ein schlechtes Gefühl. Ja, ich habe so ein schlechtes Gefühl. Ich kann dieser Prüfungssituation nicht standhalten. Ja, ich mache weiter. Sie wissen, was am 15. März 1973 geschah? Welches Jahr? Sie wissen, was am 15. März 1973 geschah? Ein paar Monate später ist meine Mutter geboren. Die wow. Ist ganz schön jung. Aber ja. Okay. Und ein paar Monate zuvor ist Marius geboren. Mhm. Ein paar Jahre zuvor. Ja. Du musst eine aus der 9-8 machen. Okay, also keine Ahnung. Ah, nee, Idee, aber mehr. Was meinen Sie damit, ein Taxi? Wir fliegen doch. Das war eigentlich auch ein sehr vielsagendes Zitat, finde ich. Aber ihr habt keine Ahnung, deswegen mache ich weiter. Also, wenn das jetzt das ist, was ich denke, dann. Straßen. Zurück in die Zukunft. 2. Ja, korrekt. Okay, das 2 war mir wichtig. Wie gesagt, auch für die Zukunft, wenn es eine Reihe ist, dann will ich den genauen Film. Ja, zurück in die Zukunft. Also Straßen, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Ich mache weiter. Sagt er das aber nicht auch in 1? Das mit den Straßen? Ja. Kann gut sein. Ich weiß nicht, ob das letzte Dings, wovor sie dann hat, abheben. Das ist eine gute Frage, müsste ich nachgucken. Oh ja. Netfisulais, Eisensulfid, auch bekannt als Katzengold. Was? Kennst du es oder was? Nein, ich habe voll die Ahnung, aber ich habe keine Ahnung. Also, irgendwie. Kann auch sein, dass sie dass die Figur Netfisulais sagt oder sowas, oder ich das komisch ausspreche. Wow. Ja. Aber okay, ihr kommt nicht drauf, dann mache ich weiter. Zu gerne würde ich noch mit Ihnen plaudern, aber ich habe noch. Sorry. Zu gerne würde ich noch mit Ihnen plaudern, aber ich habe noch ein Festessen mit einem alten Freund. Schweigendilemma. Korrekt, 2 Punkte für Marius. Jonas ist echt am Abstinken heute, denn es steht 15-6 für Marius. Das letzte Zitat wäre gewesen, es reibt sich die Haut mit der Lotion ein. Ja. Dann mache ich weiter. Alpa zu Hause jeden warum, Tag. Warum nicht? Ich kann deine. Ja, genau. Habe ich auch schon dran gedacht. Oder auch einfach nur. Ich genoss deine Leber, wäre es noch gewesen. Stimmt. Ich genoss deine Leber mit Faberbohnen und einem Chianti. Ja. Okay, ich mache weiter. So ungefähr. Stimmt aber eigentlich. So, jetzt ist es klar. Jetzt wissen wir, wer für nächstes Mal die Zitate vorbereitet. Okay, ich mache weiter. Ach, vergiss es, mein Freund. An so eine Frau wie die kommst du nicht ran. Vorher fliegen dir kleine Engel aus dem Hintern. Chasing Amy. Nein. Was jetzt? Ich versuche, okay, ich muss ja die Punkte aufholen. Yeah. Nein, es ist nicht Chasing Amy. Ja, toller Film, aber das ist es nicht. Ich mache weiter. Diese verdammten Engländer müssen immer alles nach Vorschrift machen. Boah. Ja, das ist auch kein zeitgenössisches Zitat mehr, würde ich sagen. Aber ja. Gut, ich mache weiter. Ja. Das letzte Zitat. Ich bin der König der Welt. Oh. Titanic. Ja, korrekt. Oh. Ein Punkt für Marius. Nur ein Punkt. Oh Gott. Und es wird immer desaströser für Jonas. Ach, der kann noch. Es steht 16-6. Ich mache weiter. Wie viele sind das? Kann ich das überhaupt noch schaffen? Ja, klar. Es sind noch Alter, einige. Wie viele Seiten kommen ja, es sind noch einige. Wir haben so 4 Stunden LK-Klausur. Oder? Ja, Gott, das sind Rückseiten mit Fragen. Wenn ich das in der LK-Klausur habe, das ist gefunden. Der hat einen LK über Film. Oh, wie geil das geht. Okay. Ich bin eh dafür, dass in Kunstunterricht mehr Film ein. Es ist die siebte Art der Kunst, Richtung ja. Film.
Ja. Mhm. Aber da reden wir mal anders drüber. Machen wir, ja, das ist, wollte ich gerade auch sagen, wir machen da jetzt nicht dieses Fass auf, sondern ich lese einfach mal das nächste Zitat vor. Ja. Besuchen Sie Kalifornien, das Land der Sonne, da macht das Leben doch Spaß. Jeder Film in Kalifornien. Ja. Okay, dann mache ich weiter. Du hast von mir ein Wunder verlangt, das Wunder heißt FBI. Ich höre wieder keine Antwort. Es kommt euch bekannt vor, aber ihr habt die Antwort nicht, deswegen mache ich weiter mit dem ganz klaren Zitat. Yippie-yay, Schweinebacke. Jonas Stöckmeller. Ja, korrekt. Ein Punkt für Joni bei uns. Ja, ein Punkt. Ich mache weiter. Ist der Punktestand? Der Punktestand ist jetzt 16 zu 7. So dreimal, ja, nur dreimal. Voll. Ja. Es ist, das wieder, ist nicht viel. Es ist wieder einstellig. Das ist nicht viel. Wie IQs, fiamtig. Wir machen weiter mit dem nächsten Film. Erstes Zitat. Eine beachtliche Erfahrung, wenn man in Furcht leben muss. So ist es, wenn man ein Sklave ist. Ich lasse euch mal etwas Zeit. Hört sich ein bisschen wie Game of Thrones, aber sag's nochmal. Was? Sag's nochmal. Nochmal vorlesen. Es ist nicht Game of Thrones. Es sind nur Filme. Ja, ich weiß. Eine beachtliche Erfahrung, wenn man in Furcht leben muss. So ist es, wenn man ein Sklave ist. Django Unchained. Nope. Fuck! Oh. Weil du Sklave gehört hast, ja, oder? Ich wollte jetzt mal gucken, kann ich meinen Vorsprung noch ein bisschen ausbauen? Ja. Aber na, gepokert. So, sorry, jetzt, dass ich gerade mit den Blättern auch gefuchtelt habe. Ja, guck mal, das wird jetzt wie so ein Scheiß-Zitat, wo ich es auf jeden Fall nicht weiß. Okay. Das zweite Zitat ist: Meine Freunde sind Spielzeug, ich mache Freunde, ich bin ein genetischer Konstrukteur. Könnte man wissen? Alter. Es ist nicht unmöglich zu wissen. Ich kann nur so viel sagen, ich hätte es zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich gewusst. Ich habe eine Ahnung. Ich habe jetzt auch eine Ahnung. Komm, mach mal weiter. Okay, dann mache ich. Jonas, das dritte Zitat? Ja. Okay. All diese Momente werden verloren. Ja. All diese ich dachte, Momente. Du würdest die Zitate, wenn du Blade Runner vorliest, mit mehr Enthusiasmus vorlesen. Ja. Das war jetzt, so denkt ihr? Nein. So ein bisschen. All diese Momente werden verloren sein in der Zeit wie Tränen im Regen. Zeit zu sterben. Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Zitat. Ist ja selber geschrieben, ne? Was? Ja, improvisiert. Ich weiß, super beeindruckend. Wäre mir neu, dass wir einen König haben. Ich dachte, wir wären ein autonomes Kollektiv. Hm. Fuck. Ja. Gut, dann mache ich weiter. Also gut, einigen wir uns auf ein Unentschieden. Ritter der Kokosnuss? Yes, ach, korrekt. Scheiße. Das war der Schwarze Ritter. 2 Punkte für Marius. Toll, Jonas, jetzt habe ich wieder mein Ding. Ja, Jonas, das steht 18 zu 8, das ist wieder zweistellig. Okay, das letzte Zitat ist auch wieder ein bisschen länger. Wir haben hier auf Schloss Dosenschreck nur eine Strafe für das Anzünden der Wunderkerze. Und zwar geht es folgendermaßen. Super. Ihr müsst sie auf ein Bett binden und richtig verbimsen. Und wenn ihr meine eineige und wenn ihr meine eineige, total verkommene Schwester durchbumst, bimst, dann putzt euren Prügel und bimst mich auch. Das ist diese absurde Szene in diesem seltsamen Schloss. Schloss Dosenschreck, ja. Ja, das ist, diese Szene ist super witzig hier. What the fuck? Als Kind habe ich es geliebt. Auch jetzt noch, ja. Okay, ich mache weiter. Hört auf, Löcher in mein Schiff zu ballern. Der weiße Hai. Nope. Ach, falsch. Jonas? Ja, mach noch eins. Ich mach noch eins, okay. Ich stehe auf dem Schlauch. Habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt euch an den Kodex halten? Wir haben gedacht, das sind doch wohl eher Richtlinien. Das sind die Momente, in denen du die Punkte holen Moment, musst. Moment. Was noch? Was? Ich kann gerne was wiederholen. Nochmal das zweite. Habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt euch an den Kodex halten? Antwort darauf. Wir haben gedacht, das sind wohl eher Richtlinien. Komm, Jonas. Du weißt es. Nee. Kannst es. Nein? Weißt du es? Ich habe eine Ahnung. Ja, ich habe auch nur eine Ahnung. Okay, dann mache ich weiter. Sie sind ohne Zweifel der schlechteste Pirat, von dem ich je gehört habe. Ja. Oh, aber ihr habt von mir gehört. Bitte? Dings. Oh, der Schlau! Aber was? Für Karibik? Ja, korrekt. Welcher Teil? Eins. Ja, oh, ja, kann ja sein. Ja, korrekt. Ich mache weiter. Das Gute an Vietnam war, dass man immer irgendwas vorhatte. Forrest Gump. Ja, korrekt, das ist richtig. War das so klar von dem Zitat? Ja. Oh. Ganz kurz, Fullmetal Jacket oder Forrest Gump? Nee, ich dachte, ihr. So naiv und unbedarft. Ich dachte, ihr kommt da durch das Stichwort dann, Vietnam auf Big Lebowski. Ich dachte, das kommt diese Szene durch den Regen gehen. Immer spazieren gehen. Ich lese aber noch die anderen beiden vor. Bist du schon mal mit einem Mädchen zusammen gewesen? Im Kurs für Hauswirtschaftslehre sind Mädchen und ich sitze daneben. Seht, bitte lies nicht alle Schrimp-Rezepte vor. Nein. Lauf, Forrest, lauf. Okay. Spulestand?
Der Punktestand ist 18 zu. Kann nicht sein. Doch? Doch, 18 okay. zu 12 steht es. Wow, siehst du? Ja, ja, es, ist wieder ein bisschen besser geworden. Okay. Ja, und jetzt lose ich wieder ab. Der Druck steigt. Okay, ich mache weiter. Ist das wirklich? Ja, doch, das ist korrekt. Okay. Nächste Moderator aller Zeiten. Ja, ja, ich bin nicht gerade gut. Ich habe extra gut die Fragen vorbereitet. Okay, ich mache weiter. Erstes Zitat. Ach, ich weiß nicht mehr, was richtig ist. Du wirst für uns beide denken müssen. Also, sagt das eine Person oder ist das ein Dialog? Nee, das sagt eine Person. Okay. Ein Jonas, letztes Wochenende. Ach, ich weiß nicht mehr, was richtig ist. Du wirst für uns beide denken müssen. Mhm. Okay, ich gebe da noch einen Tipp direkt. Wie? Ach, ich weiß nicht mehr, was richtig ist. Du wirst für uns beide denken müssen. Mit großen Augen. Das ist nicht Mobbing der Film. Nein, das ist nicht Mobbing der Film, dann mache ich weiter. Ein kluger Mann widerspricht seiner Frau nicht, er wartet, bis sie es selbst tut. Okay. Okay, okay, okay. Ich könnte euch noch einen Tipp geben, aber dann lese ich einfach das dritte Zitat vor. Und das dritte Zitat lautet: Spiel es noch einmal, Sam. Casablanca. Ja, das ist ein Punkt für Jonas. Ich habe mir schon beim zweiten so gedacht. Das ist zu lange. Damit steht es 18 zu 13 für. Ich dachte, irgendeine Gesellschaftssatire. Also in welche Richtung zu lange her? Dass ich ihn im Kino gesehen habe, Jonas. Ja. Dass okay. ich am Set war. Okay, ich mache weiter. Aber nicht heute. Verschieben wir es doch auf morgen. Das wird niemand wissen. Alper am Arbeitsplatz. Schön, dass du dann das Zitat genommen hast, wenn das niemand ja. wissen wird. Ja, also, nee, es kann ja sein, dass ihr den Film zufällig gestern gesehen habt und. Dann hätten wir darüber berichtet. Ja, gut, das stimmt. Okay, mach ich weiter. Das Land ist das Einzige, wofür es sich zu arbeiten lohnt, zu kämpfen und zu sterben, denn nur das Land ist ewig, sonst nichts. Nö. Gut, ihr habt es nicht, Ahnung. Aber mit dem dritten Zitat solltet ihr es wissen. Ja, guck mal, Jonas, sag mal, direkt rangerückt beim dritten, da holt er sich die Dinger okay. nämlich. Ehrlich gesagt, meine Liebe, das ist mir egal. Ja. Ja, Dings vom WDV verweht. Ja, korrekt. Das ist. Entweder einfach immer so zwei Fragen, die immer so zum einen zu einer Zeit passen oder zu einem Genre ist das so? Oder. Ja, du merkst auch, dass es teilweise wirklich so mein Hirn ist. So, okay, dann gehe ich von der Zeit zu der Zeit zu der Zeit zu dem Film. Ja. Okay. Wie viel steht's? Ja, es steht 18 zu 14. Siehst Jonas holt ganz genau. Ja. Okay. So kann sich das bei ihm schnell drehen. Okay. Ich mache weiter. Erstes Zitat. Ich kann Boote nicht ausstehen, ich kann Wasser nicht ausstehen, ich bin ein Mann, kein Fisch. Highlander. Ja, korrekt. 3 Punkte für Marius. Damit ist ja, er toll. Bei. Warte, ich mache hier mal so eine Tanne, damit die Überblicke 21. So, 21 zu 14. Zu 14, ja, korrekt. Zitat 2 wäre gewesen: Angus pisst sich mit Vorliebe in den Kilt und es kann nur einen geben. Das war klar. Das ist, glaube ich, sogar der Untertitel des Films. Ja, Highlander, das kann nur einen geben. Gut, dann machen wir weiter. Zitat 1. Gehorchen tust du zwar nicht gerne, aber du bist ein verdammt guter Bulle. Ich mache direkt weiter, weil ihr das auf gar keinen Fall wissen werdet mit dem Zitat. Die Ozeane sind leer, das Plankton geht zugrunde. Und das Interessante an dem dritten Zitat ist, dass es direkt auf das zweite folgt. Es ist Menschenfleisch. Solid Green. Korrekt. Nee, bei den ersten beiden ich auf keinen Fall. Oh. Ich dachte erst, irgendein Buddy-Cop-Movie mit Umwelteinflüssen. Nein. So, dann mache ich weiter. Ach, Mann. Hier ist auch Zitat 1 und 2 folgen aufeinander, okay. Also im Film. Erstens, den Braten habe ich meiner Alten aus der Tiefkühltruhe geklaut. Und dann geht es weiter. Mach dir darum keine Sorgen, von $3,000 kann man verdammt viel Braten kaufen. Hast du so überhaupt? Nein. Zitat Nummer 3, wir brauchen ein größeres Boot. Der weiß auch. Korrekt. Oh. Da war er dann. Und es steht 23 zu 14, da ist der. Ja, toll. Aber Jonas, Scheiße. Es sind immer noch einige, ne? Ich habe immer noch viele. Warum so viele? Weiß ich nicht, dachte mir. Wie lange geht diese Show überhaupt? Soll ich mal erzählen, wie viele es noch sind? Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Erzählt mal was Unterhaltsames, während ich zähle, wie viele es noch sind. Am Wochenende. Am Wochenende stand Alper da und hat seine Hose runtergezogen. Ja, okay, bla bla bla. Ja, steht, 12 sind es noch. Matz, ja, also da kann sich noch einiges. Genau, ja, 36 Punkte. Waren das letzte Mal auch so viele Fragen? Ungefähr, ja. Echt? Ja, das kommt jetzt richtig lang vor, wie so, oh fuck, hört ja, eigentlich auf. Halt. Okay, machen weiter. Zitat Nummer 1. Was ist das Schönste im Leben eines Mannes?
Oh, scheiße, jeder Film. Also müssen wir jetzt die Frage beantworten? Oder nee, Film erraten? Die Film erraten. Aber das Zitat Nummer zwei folgt auf das erste. Wobei, hier ist interessant, bei dem alle, also es ist genau ein Dialog, den ich... Ja, 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 sag's einfach. Okay. Die weite Steppe, ein schnelles Pferd, der Falke auf seiner Faust und der Wind in seinem Haar. What the fuck? Immer noch, keine Ahnung? Ja, komm, tu es. Dann kommt jetzt das dritte. Falsch, zu kämpfen mit dem Feind, ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich zu erfreuen am Geschrei der Weiber. Habt ihr das damit echt nicht raus? Ich dachte, nein, nee, nee. Ich dachte, das würde reichen. Nee. Nee. Jetzt kommen Tipps. Okay, jetzt kommen Tipps. Lass mich überlegen. Es ist Soft Sci-Fi, wenn ich mich nicht irre. Nee, Quatsch, Soft Sci-Fi, warum sage ich Sci-Fi? Es hat mit Sci-Fi überhaupt nichts zu tun. Es ist allerdings, es ist Low Fantasy. Es ist der Inbegriff der Low Fantasy. Conan. Ja. Conan der Barbar, korrekt. Ja. Welcher Teil? Der erste. Eins. Wie heißt der? Conan der Barbar. Okay. Ja. Hatte doch gesagt, Conan der Barbar. Ja. Ich frag mal. Conan O'Brien. Conan O'Brien der Barbar. Okay. Der ich Barbier. Ich mache weiter. Zitat Nummer eins. Aus dem Tiefen rufe ich zu dir, O Herr. Vielleicht habe ich mich da vertippt und das heißt aus den Tiefen. Oh, okay, dann ist es ein ganz anderer Film. Oder aus der Tiefe. Grammatik der Film. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber aus dem Tiefen rufe ich zu dir, O Herr. Gut, aber ich habe auch nicht erwartet, dass ihr es mit den Zitaten könnt. Vielleicht mit der zweiten ist schon ein bisschen klarer. Cole Sear, 9 Jahre alt, Eltern geschieden, akute Angstzustände, sozial isoliert, Verdacht auf emotionale Störung. Kann sein, dass ich den Namen falsch ausspreche, wieder mal. Ich wiederhole, Cole Sear, 9 Jahre alt, Eltern geschieden, akute Angstzustände, sozial isoliert, Verdacht auf emotionale Störung. Okay, ich mache weiter. Zitat Nummer 3. Ich möchte Ihnen jetzt mein Geheimnis verraten. Ich sehe Sixth Sense. Tote Menschen. Ja, scheiße! Stimmt! Extra langsam gemacht, das ist der Punkt. Jonas, das sind halt die Punkte, die du immer wieder an Marius abgibst, ne? Da musst du ein bisschen. Ich geb die ab so. Ja, bitte, Marius. Schön. Es steht jetzt 24 zu 15, Jonas. Das ist. Das ist nicht viel. Ja. Letztes Mal hat Jonas auch nämlich geführt und habe ich nämlich gewonnen. Und jetzt okay. Auch nur knapp. Dann mache ich weiter mit dem Zitat Nummer 1 des nächsten Films. Also, das ist eine echte Marke, ich bin ein echter Bulle und das ist eine echte Kanone. Ja, kam mir sehr bekannt vor. Ja, kennt ihr auf jeden Fall den Film. Mhm. Dann mache ich weiter. Ich kann das wirklich gut, weißt du? Mit 19 war ich in Laos und habe aus 900 Metern Entfernung einen erschossen mit einem Gewehr bei starkem Wind. Es gibt vielleicht 8, höchstens 10 Typen auf der ganzen Shooter. Welt, die das geschafft hätten. Das Einzige, was ich gut kann. Nein, nicht es Shooter. Ist nicht Shooter. Scheiße. Nochmal, den okay, muss ich das jetzt nochmal vorlesen. Ja. Okay. Ich kann das wirklich gut, weißt du? Mit 19 war ich in Laos und habe aus 900 Meter Entfernung einen erschossen mit einem Gewehr bei starkem Wind. Es gibt vielleicht 8, höchstens 10 Typen auf der ganzen Welt, die das geschafft hätten. Das Einzige, was ich gut kann. Das hätte ich aber auch, ich hätte auch den gesagt. Das, ich glaube, genau so ein ähnliches Ding gibt es in Shooter. Okay, es ist aber nicht Shooter. Ja, ja. Aber nicht Laos. Ja. Okay, dann mach mal Zitat 3, Figonus. Marius, bist du zu alt für diese Scheiße? Jonas. Zitat Nummer 3, ich bin zu alt für so eine Scheiße. Jonas. Jonas. Jonas, was ist los mit dir? Der Schlauch. Darf ich sagen, wenn du es nicht weißt? Zu alt für so eine Scheiße. Ja, das solltest du wissen. Darf ich Jonas einen Tipp geben? Ist das Dings? Darf ich Jonas einen Tipp geben? Ja, klar, wenn ist du Jonas. Ist das Dirty Harry? Nein, du bist raus! Wow. Darf ich sagen? Ja, sag's. Lethal Weapon. Natürlich ist es Lethal Weapon. Oh, fuck. Wow. Das ist sogar Anfang des Jahres gesehen. Ich auch. Jetzt habe ich dir auch so den Punkt gegeben, ich nehme ihn gleich wieder zurück. Aber ich habe den auf Englisch geguckt. Nein! Okay. Stimmt, das ist mein Dings. Was? Ja. Okay. Mel Gibson sagt das. Ja, nein. Nee, das ist zu alt für so eine Scheiße, sagt Mert aber Dings Limbo. Ich meine das mit dem Laos-Dings. Achso, ja, genau. Das sagt ja. Sagt Mel Gibson. Okay. Ich mache weiter. Mhm. Das Bad ist frei, das Bad ist frei, dann ist das hier ein Freibad. Was zur Hölle? Ich mache weiter. Zitat Nummer 2. Ein Mann, wie er im Buche steht. Im Strafgesetzbuch. Otto, der Film. Ja, korrekt. Zwei Punkte für Mario. Beim ersten Mal, da hatte ich schon dran gedacht. Ey, so. Tja. Und das dritte Zitat ist, da waren sie wieder. Meine drei Probleme. Genau, das ist in der Kloschüssel hängt. Ja, Jonas, es sieht schlecht aus. Steht 26 zu 15.
Das ist nicht so gut, oder? Das ist nicht so gut, nee. Ich mache weiter. So manch eine der glücklichen Ehen der Welt ist sozusagen mit vorgehaltener Pistole beschlossen worden. Mhm. Okay, ich mache weiter. Sie ist zu vollkommen, sie ist zu talentiert, sie ist zu schön, sie ist zu intellektuell. Sie ist zu sehr alles, was ich nicht will. Ich warte wieder ein bisschen. Es ist ein toller Film. Mhm. Den wir alle definitiv gesehen haben, mhm. Das weiß ich. Hm. Dann mache ich weiter. Ich frage mich, ob es moralisch ist, einen Mann mit Fernrohr und Teleobjektiv zu beobachten. Oh, dummes Arsch. Das Fenster zum Hof. Ja, korrekt. Oh nein. Oh, ich habe den sogar noch vorletzte Woche gesehen. Ja, dann warum nimmst du ja nicht die 3 Punkte einfach ab? Nimm doch mit. Was war das erste Zitat? Das erste war, so manch eine der glücklichen Ehen der Welt ist sozusagen mit vorgehaltener Pistole beschlossen worden. Wenn man es weiß, dann passt es irgendwie so. Ja. Okay, dann mach ich Problem weiter. War auch hier wieder, ich habe den auf Englisch geguckt. Tja, ja, was sagst du daraus? Ich gucke das Synchro. Okay, ich mache weiter. Zitat Nummer 1. Vorsicht, Leute, ich warne euch, wenn so ein Playboy aus der Strandklicke mit dem Arsch wackelt, dauert's nicht lang und eine Schwuchtel hängt dran. Aua, ich glaube, Jonas... Jonas ist gerade... Nochmal. Vorsicht, Leute, ich warne euch, wenn so ein Playboy aus der Strandklicke mit dem Arsch wackelt, dauert's nicht lang und eine Schwuchtel hängt dran. Ich gebe dir mal ein paar Sekunden Zeit, bevor ich zu Zitat Nummer 2 übergehe. Du, dir ist schon klar, dass ein bisschen auch Risiko gehen muss, Jonas, ne? Okay, gefährliche Brandung. Oh nein, weil gegen Strand oder was? Nee, weil das wäre nicht bekannt vor. Gefährliche Strandung. Ja. Okay. Okay, wenn Dealen legal wäre, wären die beiden Unternehmer des Jahres geworden. Keine Ahnung? Ich habe eine Idee. Dann mache ich weiter. Oh, ich weiß es. Ach, dann Pissen, okay. Ich habe zwei Ideen, aber ich brauche Zitat 3. Willst du es riskieren? Ja, okay. Dann mache ich weiter. Ja, mit dem dritten Zitat wirst du es dann wissen. Nix da, Löckchen, ich bin jetzt locker der Boss, du Wichser, klar? Weiß es nicht. Komm nicht, du weißt es nicht? Wow. Hey, warte mal, kommt, passt das? Nee, ich sag's einfach. Okay, es ist einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. City of God, ja. Ah, fuck. Kein Punkt für niemanden. Scheiße. City of God, wie hast du das gesehen? Ich bin Jonas. Jeden Tag ich hab alle Filme gesehen. Ich hab alle Filme gesehen. Dann hättest du es ja wissen können. Ja, genau, Jonas. Und hier rumtanzen. Sorry, ja. Selber keinen Punkt abgekriegt und tanzt hier rum. Okay, ich mache weiter. Hier kommt der reichste Mann der Welt. Bittet jetzt um Spenden, um kleine Spenden. What? Okay. Okay. Zitat Nummer 1 konnte niemand erraten, dann mache ich weiter mit dem zweiten Zitat. Im Namen des Windes und des Wassers, die in dir wohnen, sei frei, erhebe dich. Okay, das ist immer noch nicht klar, dann mache ich... Der Mann ist doch noch gar nicht draus. Dann mache ich weiter mit Zitat Nummer 3. Was haben sich deine Eltern dabei gedacht, sich wie Schweine auf das Mahl unserer Gäste zu stürzen? Chihiros reist ins Wunderland, Zauberland. Eltern und Schweine, da war es, glaube ich, klar. Okay, ich mache weiter. Nächster Film, Zitat Nummer 1. Jonas, bist du soweit? Ja. Okay. Alice, hast du für einen Abend nicht genug Blut gesehen? Nein, ich will nicht raten. Aber du hast gedrückt. Ich hab gesagt, das Resident Evil. Nein, nicht Resident Evil. Ich hab auch gedacht. Okay. Das ist so offensichtlich. Aber er hat eben gesagt, er will es nicht finden. Ich mache weiter. Behandelt eure Huren anständig, sonst komme ich wieder und töte euch alle. Behandelt eure Huren anständig, sonst komme ich wieder und töte euch alle. Erbarmungslos. Ja, korrekt. Da bin ich froh, dass das geraten wurde. Das ist nämlich einer meiner Lieblingsfilme. Hab ich auch vor kurzem gesehen. Ja, glaube ich dir. Hast du echt? Nee, ich hatte vor 3-4 Monaten gesehen. Ah, okay. Zitat Nummer 3 wäre gewesen: The Duck of Death. Duke. Es heißt Duke. Ach so. Ein Duke ist ein englischer Edelmann. Ja, sehr witzig. Aber Jonas kriegt 2 Punkte. The Duck of Death. Ja. Okay. Zitat Nummer 1. Die sind übrigens ein bisschen länger. Härte und Stärke sind Gefährten des Todes. Mhm. Okay. Zitat Nummer 2, wie gesagt, ein bisschen länger. Sie haben vom Sinn unseres Lebens gesprochen und der Uneigennützigkeit der Kunst. Nehmen wir die Musik. Sie ist am wenigsten mit der Wirklichkeit verbunden. Vielmehr verbunden zwar, aber ohne Idee, mechanisch, durch den bloßen Klang, ohne Assoziation. Trotzdem dringt die Musik durch irgendein Wunder bis in die Seele. Ja, ja. Ja, ja. Kennt man. Ja, kennt man. Hat Jonas, glaube ich, tätowiert.
Genau. Dann mache ich weiter, wenn ihr nicht drauf kommt, mit dem dritten Zitat. Wenn ihr wüsstet, wie müde ich bin, warum gebe ich mich dafür her, dass sie gebildet sind, Intellektuelle, Schriftsteller, Wissenschaft, die glauben an nichts, an gar nichts. Bei ihnen ist das Organ, mit dem man glaubt, atrophiert, weil es nicht mehr gebraucht wird. Ah, nur eine Vermutung, aber ich komme überhaupt nicht absolut drauf. Absolut überhaupt keine Ahnung. Okay, Marius, du auch nicht? Nee. Dann lasse ich es mal ablaufen und sage euch den Titel des Films. Hey, wie? Gibt es keine Tipps? Achso, ein Tipp. Okay, dann gebe ich einen Tipp. Gibt es einen Punkt für noch? Weil ja, das wäre vielleicht den letzten Punkt irgendwie auch. Also, ja, doch, wir machen mit Tipps halbe Punkte. Das war ja nicht. Nein, der kann okay, so die Striche nicht zählen. Ich gebe einen Tipp. Er spielt größtenteils in einem Wald. Sehr viele Bäume, sehr viel Natur. Ja, jetzt habe ich eine Idee, aber nee, keine Ahnung, ich sag's nicht. Moment. Moment. Das letzte nochmal so. Fahrenheit 451? Nein. Ach, das spielt ja nicht im Wald. Aber das Ende spielt im Wald, also im Buch auf jeden Fall. Ja, jeder dieser Typen endet im Wald. Ja, und da geht es auch um Schriftsteller und sowas. Ist es Antichrist? Nein. Ja, das lasse ich jetzt als Tipp gelten. Nein, ist es nicht. Es ist Stalker. Ja, genau! Was? Ja, die Figuren heißen doch sogar so. Okay, hoppala. Ich mache weiter. Hast du gerade auf meinen Zettel? Nimmst du einfach den langweiligsten Film aller Zeiten? Ja, genau, den langweiligen. Ich mache weiter, kein Punkt für niemanden. Auf den müssen sie aufpassen, ist ein ganz übler Kerl, auch wenn er dem Pater in den Arsch gekrochen ist und in der Bibel liest. Ja, ich kenne das. Scheiße. Mhm. Okay. Fuck! Ich hab's irgendwie sogar bildlich vor Augen irgendwie. Ja. Oh, komm, fuck. Du hast es bildlich vor Augen? Ja, ich hab irgendwie so ein seltsames Konstrukt vor Augen, wie das in diesem Film gesagt wird, aber okay. Das Puzzleteil fehlen noch so ein paar. Soll ich es weitermachen? Ja, mach mal. Okay. Der Jonas, drückt ja wieder näher. Beim verlassenen Spielcasino stießen wir plötzlich auf Billy Boy. Casino? Nein. Was? Billy? Nein. Beim verlassenen Spielcasino stießen wir plötzlich auf Billy Boy. Ich wusste es. Oh, du auch nicht. Ich hab nur. Bitte so? Das war immer so. War ich so? Okay. Nein, das war so. Immer so. Ja, okay. Ja, okay. Alles klar. Ah, was? Gut, dann. Es zeigt nur mal die ersten zwei. Nein. Nur die erste. Ich kann das zweite noch wiederholen. Ja, beim verlassenen Spielcasino stießen wir plötzlich auf Billy Boy. Ich weiß gar nicht mehr, was das erste war. Ja, Pech gehabt. Soll ich mit dem dritten weitermachen? Ja. Beim verlassenen Spielcasino stießen wir plötzlich auf Billy Boy und seine vier Drugs. Clockwork Orange. Ja, korrekt. Der Film. Ein Punkt für Joni Boy. War das erste Zitat nochmal? Jetzt kannst du echt nochmal sagen. Auf den müssen sie aufpassen, ist ein ganz übler Kerl. Ja, auch wenn er dem Pater in den Arsch gekrochen ist und in der Bibel liest. Der Marius, der schon als Druge gegangen ist am Karneval. Wisst ihr das nicht? Ich bin auch schon als Druge gegangen. Ja, ich bin als Alex gegangen. Okay, damit kommen wir zu. Das war sogar tatsächlich, bevor wir uns kannten. Da habe ich das bereits gemacht. Ja. Habt ihr euch dann so gesehen und dann gab es so einen schönen Moment und dann lief von Ed Sheeran dieses eine Lied. Was? Ja, genau. Ja, okay, Zitat Nummer 1. Bumsen macht die Beine schwach. Ja. Bumsen macht die Beine schwach. Das Bumsen sagt man doch immer beim Boxsport oder sowas. Oder links da sagen, das haben die mal gesagt. Aber beim Fußball sagt man es auch. Ja. Da kriegen auch Spieler oft Sexverbot. Bumsen macht die Beine schwach. Zitat Nummer 2. Spider, du hast verloren. Du kriegst $40, abzüglich $15 für Garderobenschrank. Rocky! Rocky 1, korrekt. Oh, zwei Punkte für Joni Boy. Ich lese das gerade noch zu Ende vor. Spider, du hast verloren. Du kriegst $40, abzüglich $15 für Garderobenschrank und Betreuer. $5 für Dusche und Handtuch. Davon ab 7% Steuer bleiben 17,20. Und Zitat Nummer 3 ist Adrian! Okay. Spundestand? Punktestand ist, halt auch nicht auf Gold. Es steht 26 zu 22. Boah, siehst du, dieses Spiel ist. Ja, es ist. Kommt noch? Es wird knapp. Es kommen noch, Sekunde, lass mal zählen. Also ist noch möglich, dass ich gewinnen kann? Nein, sorry. Ich hätte das vorher sagen müssen. Das ist tatsächlich die letzte Seite und das letzte jetzt. Oh, jetzt geht's noch gewinnen, oh Scheiße. Nö. Nee, wie? Das ist ja schon 26, 22. Jonas hat ja schon verloren. Du hast mit einem Punkt dann verloren. Ja, du kannst aber wir spielen trotzdem die letzte Frage. Okay. Aber jetzt kommt nicht wieder. Okay, ich hab noch. Alles oder nichts? Ich hab noch eine Idee. Okay, pass auf. Du ziehst dir noch eins aus dem Hut oder was? Nee, ich hab was. Mach einfach. Ich mach mal weiter mit dem nächsten Film. Letzte einfach. Okay, erstes Zitat. Du haust mich um. In 100 Jahren wird kein Schwein mehr da sein, um sich das alles hier anzusehen. Wieso machst du weiter? Keiner kommt drauf.
Warte ein bisschen und mache weiter mit dem zweiten Zitat. Hier aus dem Studio bei Radio Avalon sieht der Nachmittag gut aus. Und jetzt etwas für alle Nostalgiker da draußen. Ein Hammer aus der Vergangenheit, dem Jahr 2003, der wunderbaren Zeit, als die Menschen noch glaubten, sie hätten eine Zukunft. Welche Dystopie ist das? Welche Dystopie könnte das sein? Das ist eine der besten, meiner Meinung nach. Ich mache weiter. Das war schon ein großer Tipp, finde ich. Und ich mache weiter. Mit dem Zitat, solltet ihr es wissen, im wievielten Monat bist du? Im achten. Es dauert 9 Monate. Ich weiß, wer ist der Vater? Spinnst du? Ich bin Jungfrau. Hä? Children of Men. Yes, Children of Men. Children of Men. Das ist ein Punkt für Jonas. Und damit steht es 26 zu 23. Marius hat theoretisch bis hierhin gewonnen. Ja. Schönes Spiel, Jungs. Okay, ich würde vorschlagen, ich sage ich erkläre mich selber, mich Alper zum Sieger. Ja. Nee, zum besten Moderator der Welt. Wir können gerne, ich habe angefangen, ich habe mir gedacht, irgendwie noch wollte ich das Element reinbringen, dass man die Jahre der, das fünfte Element, das Erscheinungsjahr raten muss. Ich habe das tatsächlich hier für die erste Seite gemacht und dann hatte ich keine Zeit mehr, um das noch zu Ende zu bringen. Okay. Aber wenn ihr wollt, können wir das gerne machen. Okay. Ich sag, mit Dings. Was? Auch mit was? Ich sag den Titel. Das ist aber ein extra Runde. Jetzt ja, ist hier extra. Ist so ganz, oder, ganz, oder keine warte, Angst, ich nehme dir dein Ding. Ich hab eine bessere Idee. Ihr beide kriegt jetzt. Jetzt wird geschätzt. Oh, ihr Schätzfragen. Beide kriegt jetzt hier, aber ich habe keinen Stift. Du hast keinen Stift? Ich hab einen Stift. Okay. Damit haben wir das Problem gelöst. Jonas, hast du auch einen Stift? Das ist richtig toll für alle Zuseher und Zuhörer. Wir schreiben etwas auf. Ja, ich kann das mit auf. Okay, wir fangen, Stift, das geht okay, los. Wir fangen an mit dem Film. Und täglich grüßt das Murmeltier. Okay. Okay, dann legen wir los mit 12 Monkeys. Okay. Ja. Gut, dann haben wir Star Wars 2, Angriff der Klonkrieger. Yep. Jonas, nummerieren okay? wir das, ja? Moment. Ja, ja, nummeriert das bitte. Ja. Dann Starship Troopers. Jonas, schreib da was auf. Hast du es, Jonas? Ja. Okay, dann machen wir weiter mit Star Trek, The Slow Motion Picture. Oh Gott. Okay. Mhm. Jonas, okay. Ja, ja. Dann haben wir Rambo. Nehmen wir Rambo 1. Ja. Ach, scheiße. First Rambo Blood. 1. Okay. Okay. Nee. Du hast noch nichts, okay. Okay. Hast du es? Und der letzte Film, für den ich noch hier das Jahr mit rausgesucht habe, ist Natural Born Killers. Okay. Gut, das sind, wie viel sind es? 7? Ne? Ja. Ihr habt beide 7 Filme. Ja. Machen wir das jetzt wirklich einfach einen Punkt für jeden, der näher dran ist? Ja. Ja, ne? Und bei Abstand? Bei Abstand? Dann halt keinen Punkt. Okay. Ich habe erst beim ersten. Hä, also wenn irgendwie, sagen wenn wir mal, ist, dran ist, 90 und du hast 88, ich habe 92. Ja. Dann ist einfach. Achso, ja, dann ist es okay. Unschön, ja. Gut, 12 Monkeys. Hä? Nein, eins ist. Sorry, nee, Quatsch, das täglich grüßt das Murmeltier. Ja, ist das erste. War das welches Jahr hast du? 87. Das ist mein Geburtsjahr 91. Nein. Echt? 93. 93. Achso, aber Jonas ist näher dran. Oh, ich hätte da rüber gucken sollen. Ich hätte darüber auf unsere Klappe gucken sollen, da steht das Datum drauf. Genau, ich stimmt. Wow. Ja, stimmt. Okay. 93, ja. Was hattest du? 87. Okay, ich hatte erst 90. Dann habe ich einen Punkt. Jonas kriegt einen Punkt. Ja, Jonas kriegt einen Punkt. Ich bin eigentlich nur für genau drauf. Damit steht es übrigens. Nein, näher dran. Genau. Damit steht es übrigens 26 zu 24. Ich dachte, das wird extra gezählt. Nee, das geht schon weiter. Fick dich. Wir machen jetzt weiter mit 12 Monkeys. Was, 1990. 1990? 97. Da ist Jonas wieder näher dran. Was? 95. Ist es. Ich hätte nämlich. Okay. Okay. So, Jonas, diesmal sagst du zuerst Star Wars Episode 2. Ich nehme an, du weißt es genau, oder? Ich glaube, bis 2002. Marius, was hast du? Du hast 2004? Ja. Jonas ist genau drauf. 2002. Boah, ach, der ist 99, 2002 und 2005. Ja, ich habe immer erstens, 3 Jahre. Ich habe den ersten zu neu gesetzt. Fick dich. Ja. Okay, dann machen wir weiter mit Starship Troopers. Jonas, 97. Achso. 97. Ich habe 98. Da hat Marius recht. Es ist genau 97. Halleluja. Sollte 2 Punkte geben für nicht genau schlecht. Drauf. Ja, nein, das ist jetzt zu kompliziert. Jetzt, okay. Star Trek, Marius. 1978. Ich habe auch 78. Ja, beide 78? Mhm. 79 kann daraus. Aber kein Punkt. Rambo. 79.
Ich habe 82. Das ist genau 82. Boah, Jonas. Jonas hat es drauf. Wusstest du oder lügst du? Also rätst du hier? Nee, bei Rambo, ich wusste es nur bei Star Wars. Achso, also alle geraten. Okay. Mhm. Wie ist es bei Natural Born Killers? 92. Ich habe 2001. Nee. 2001? Nee, der ist aus den 90ern. 94 ist es. Dann krieg ich einen Punkt. Da kriegst du einen Punkt. Damit steht es. Moment, ich rede mal kurz. Damit hat der Marius 28. 28 zu 27. Halleluja! Immer noch gewonnen. Scheiße. Da kannst du zahlen, das werde ich lernen, wie du willst, du. Wie machen wir das? Wollen wir mal so ein Jahreszahlen-Quiz machen? Das hat erstaunlich. Weißt du, aber ich glaube, der Unterhaltungswert ist gering. Ja. So, wir können das als Bonusrunde machen. So als Bonusrunde, oder so. Ja. Wenn der eine von dem anderen extrem weit weg ist. Und wenn man dann das Jahr noch droppt, kriegt man noch einen Punkt beim Zitate-Raten. Ja, sowas hatte ich mir überlegt. Ah, die Überlegung hatte ich, deswegen habe ich das auch hingeschrieben. Aber dann dachte ich mir, okay, das könnte allerdings auch zu kompliziert werden. Nee, ist ja ein Punkt mehr einfach nur. Ja, kannst du mit der letzten sicheren noch zwei Punkte rausholen. Ah, okay, ja doch. Man sagt, wenn man es richtig errät, dann hat man noch die Chance, das Ja zu sagen. Genau, dann, genau okay, so, okay, genau. Okay, jetzt verstehe ich es. Okay, ja gut. Ja, machen wir es so. Nächstes Mal. Behaltet das im Hinterkopf. Und ihr solltet. Oh, oder wir verbessern es noch mehr. Und wenn man die zahlt, dann kriegt er die andere. Also, wenn ich die Jahreszahl falsch rate, als Bonus, dann kriegt Jonas diesen Punkt. Jetzt wird es richtig kompliziert. Ja, jetzt, aber das ist mehr Poker. Ich rate die Zahl nicht, ich nehme die Punkte safe mit. Aber Hand aufs Herz macht Spaß. Bitte macht das Herz nicht kaputt. Das ist unser eigenes. Dir ist schon klar, dass ich das. Dein Herz muss pumpen. Ja, aber nicht keiner das. Keiner sieht doch was. Nicht das. Das hat 1 Euro gekostet. 3 Euro und das Problem ist nicht der Preis, sondern wo man es herkriegt. Ich habe das irgendwo mal gekauft. Dann stirbt man auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich es gekauft habe. Ich weiß, wo du es gekauft hast. Weißt du es? Ja. Ah, okay. Komm, beende die Sendung. Ja. Ihr solltet jetzt auf jeden Fall, falls ihr das nicht eh schon getan habt, auch mal die erste Folge Hand aufs Herz gucken. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Oder noch mal gucken. Oder einfach noch mal gucken, auf jeden Fall. Man kann auch andere Leute mitraten lassen und selber Moderator sein. Übrigens würde ich nächstes Mal gerne auch mal mitspielen. Komm ruhig her, Felix. Komm mal her, mach die Abmod. Felix, mach die Abmod. Sag was. Felix. Hallo, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war wieder ein super Podcast. Worüber habt ihr denn geredet? Wir haben einen Filmquiz gemacht. Und wer hat gewonnen? Der Marius. Marius, ja, herzlichen Glückwunsch. Aber ich habe auch moderiert. Ich konnte Einkassieren. Ja, ich will einfach nur, dass klar ist, dass ich hier nicht verloren habe, weil ich gar nicht mitgespielt habe. Boah. Ich möchte, dass das genau klar ist hier. Ich möchte, dass das für jeden. Wenn der verliert, das sieht richtig übel aus. Boah, dann wird hier der Tisch fliegen, Junge. Ja, ich glaube irgendwie auch. So, nein, ja, ist gut. Aber wie gesagt, nächstes Mal wirklich müsst ihr das eventuell verbreiten. Ja, okay. Felix, was sollen die Leute abonnieren? So geht das, Tomato Lakes und natürlich die Filmfabrik. Und, sehr gut. Ja, genau. Nee, das solltet ihr wirklich. Okay, ciao. Tschö. ja, unsere Social Media Kanäle solltet ihr abonnieren unter die Filmfabrik, genau. Auf unseren Kanal. Wir machen gerne diese Podcasts auf Soundcloud, auf iTunes, auf YouTube, auf Deezer und so weiter und so fort. Auf Deezer, auf jener. Wow. Und am Ende haut dann einen raus. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Und schreibt uns mal in die Kommentare, ob wir dieses Format weiterhin machen sollen. Und liked das Video, wenn ihr findet, ja, und uns gefällt Noch wichtiger, schreibt in die Kommentare, ob Alper ein guter Moderator ist oder nicht. Wow, nee, nicht wirklich, nicht heute. Ich habe jetzt bewertet, ja, wenn der Podcast rauskommt, nicht mehr. Und deswegen bewertet Alper ruhig mal von der 1 bis 10. 10 ist richtig gut und 1 ist richtig scheiße. Ja. Gebt ihm richtig, also schreibt die Zahl Tipps rein. Tipps geben. Moderationstipps? Ja. Ja, also lernt das SCHCH richtig auszusprechen. Genau. Habt ihr schon mal gemerkt, dass wir mal eine Abmoderation machen und dann noch mal weiter labern? Ja, ist doch geil, dass Blabla hinten dran hängt. Weil wir uns so gern haben. Wäre es nicht geil, wenn wir uns dafür einsetzen, dass Alper nächstes Jahr mit Dominik Porsche ein Videodays moderiert? Nein, danke. Doch, das wäre geil. Wenn ihr Alper auf der Bühne sehen wollt, dann schreibt Alper vor Videodays. Und nichts gegen Schreibt das auch unter den Videos. Dominik macht das einwandfrei, macht einen tollen Job. Ja, aber ich kann das nicht. Aber du kannst den Red Carpet moderieren mit Daniele Rizzo oder sowas. Nein, ich will es nicht. Worüber redet ihr da? Wenn ihr Alper live moderieren sehen wollt, dann schreibt einfach Alper moderieren, du Sau. Man kann nicht einfach. Ich habe noch eine bessere Idee. Wir fliegen Alper nach Hollywood zu den Oscars und dann berichtet er live vom roten Teppich. Ja. Man kann nicht einfach sagen, ich habe eine Idee und dann sagt man was der andere gar nicht machen will und dann wird das plötzlich Realität. So passiert das ja doch. So funktioniert das ja. Das ich möchte, dass wir Jonas ausziehen und aus dem Fenster werfen. Ja, machen wir auch vielleicht, wenn du moderiert hast. Wenn du die Videos moderierst, ziehen wir Jonas aus und schmeißen ihn aus dem Fenster. Aber aus welchem Fenster? Nicht aus diesem Fenster. Nein, keine. Das hat er nicht gesagt. Okay, Alper. Keine Chance. Alper,
August 2018 ist dein Monat. Ja. Also stopp. Ja. Es kommt dieses Jahr nochmal Video, der ist irgendwo im Ausland oder in Berlin. Wir werden das jetzt sofort hier einstampfen. Das wird nicht. Einstampfen. Das wird kein Thing. Das wird keine Sache. Du wolltest das nein. Eigentlich. Dann nein. Stehst du da auf der Bühne und kommt der runter. War eigentlich doch ganz geil. Ja, genau. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber. Doch. Tschüss. Ich habe keine Lust mehr. Tschüss. Ciao.